ansprechende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen. Im Halbfinal nächste Woche kommt es zum Duell Willisau-Kriesere und Ergiswil-Freiamt. Weil Freiamt hat daheim gegen Kriesere 20-18 gewonnen und ist damit zweit. Kriesere bleibt erst. Ergiswil ist dritt und Willisau viert. Es trifft der erste auf den viert und der zweite auf den dritt, damit Willisau auf Kriesere und Ergiswil auf Freiamt. Weiter hat Willisau daheim gegen Schattdorf 20-16 gewonnen und Einsiedeln daheim gegen Hergiswil 13-25 verloren. Und das gibt eben folgende Rangliste. Erste Kriesere, 10 Kämpfe, 8 Siege, 2 Niederlagen. Gerade zum Saisonstart gegen Willisau und jetzt gegen Freiamt, 16 Punkte. Zweite Freiamt, 7 Siege, 3 Niederlagen gegen Kriesere, Ergiswil und Willisau, 14 Punkte. Dritte, Ergiswil, 6 Siege, 1 Remi gegen Willisau, 3 Niederlagen gegen Freiamt und zweimal deutlich gegen Kriesere, 13 Punkte. Vierte, Willisau, ebenfalls 6 Siege, 1 Remi gegen Ergiswil, 3 Niederlagen gegen Ergiswil, Freiamt und Kriesere, ebenfalls 13 Punkte. Fünfte, Schattdorf, 2 Siege gegen Einsiedeln, 8 Niederlagen gegen Rest, 4 Punkte. Und 6. Einsiedeln, nichts ausser 10 Niederlagen. Zurück zu Willisau-Schattdorf vom Samstag am Abend in Willisau. Wie gesagt, Willisau gewinnt, nicht mit riesigem Abstand, aber immerhin 20-16. In der Pause ist es noch 9-9 unentschieden gestanden. Philipp Rohrer, Co-Trainer von Willisau, 20-16, das Endresultat. Mit welcher Aufstellung sind Sie da hergekommen? Ja, wir konnten eigentlich jetzt langsam wieder aus dem Vollen schöpfen. Wir haben heute eigentlich eine recht starke Mannschaft aufstellen können mit dem Tobias Portmann. Nach letzter Woche im Stefan Reichmuth nun der zweite Rückkehrer von unserer Internationalen, der noch verletzungsbedingt gefehlt hat, sodass wir eigentlich für die Generalprobe im Halbfinale jetzt bereit waren. Also volle Aufstellung oder haben Sie auch noch ein bisschen Nachwuchs zum Zug gekommen? Nein, eigentlich nicht. Der Michael Portmann im 65, wenn man darauf anspielt, dann ist es einfach so, dass er sich im Training gegen alle älteren Konkurrenten durchgesetzt hat. Und wenn er sich gegen alle anderen durchsetzt, dann ist er auch gesetzt und darf ringen. Mit was für einem Resultat haben Sie gerechnet gegen Schattdorf? So ein relativ knappes mit 4 Punkten oder doch ein höheres? Ja, also wir haben natürlich nicht damit gerechnet, dass wir im Schwergewicht auf Schulter verlieren, aber der restliche Kampfverlauf war eigentlich schon so zu erwarten. Wir haben gewusst, dass Schattdorf auf dem Papier schwächer ist, wie sie eigentlich sind. Und deswegen haben wir gewusst, dass es nicht so einfach wird, kein Selbstläufer. Und wir haben dementsprechend eigentlich mit dem Ergebnis gerechnet und sind damit zufrieden. Philipp Rohrer spricht es an. Im 97. Greco verliert der Semischere gegen Michael Jauch auf den Schultern. Der Schattdorfer Trainer hat da wieder seinen Spezialgriff eingesetzt und schnell ist gegangen. Der Michi Jauch hat natürlich die Aufstellung im Vorfeld auch genau studiert und sich Gedanken zum erwarteten Resultat gemacht. Ja, wir hatten sicher nicht mehr grosse Erwartungen gehabt, eigentlich auf den Kampf, weil Fries kommt ja wirklich eigentlich nicht mehr drauf ab. Wir können nicht mehr helfen nachkommen, können eigentlich um einen Abschied bringen, sind wir dann draußen. Es ist sicher eine schwierige Mannschaft aufzustellen, aber man hat sicher probiert, eigentlich eine gute Mischung zu finden von den Jungen ein bisschen setzen. Aber gleich eigentlich, dass wir relativ eine starke Mannschaft anbringen, dass wir auch ein Publikum etwas zeigen können. Ich denke, das sind wir denen sicher schuldig. Auch die Eisri-Fans, die immer auswärts kommen schauen, ist sicher wichtig, dass wir denen auch etwas zeigen. Eben, 20-16, da sind ja nicht total ab vom Schuss, sondern durchaus bei den Leuten. Oder?
Nein, ich denke, es ist sicher für uns ein gutes Resultat. Der ein oder andere Kampf ist sicher noch ein bisschen blöd rausgekommen auf unserer Seite. Kommen wir vielleicht noch dazu, aber es ist sicher, ja, wäre noch mehr drin gelegen. Ja. Gut, für euch ist ja Ende der Saison. Was ziehen ihr für eine Bilanz? Das Mal nicht im Finale, das letzte Mal sind wir im Halbfinale gewesen. Ja, Bilanz ist sicher eine blöde Saison gewesen. Wir haben sicher ein bisschen Probleme mit unseren Top-Lizenzen, haben wir sicher gehabt. Da haben wir uns vielleicht nicht so clever aufgestellt, Anfang der Saison mit den Doppel-Lizenzen. Schlussendlich haben wir immer alles probiert und ja, es ist einfach nicht angefangen zu rollen. Was vielleicht letztes Jahr halt ein Quäntchen Glück auf unserer Seite war, ist das Jahr sicher eher ein bisschen halt auf die andere Seite gegangen. Ja. Wenn ihr eben die Lizenz hätten können einsetzen, hätte es vielleicht anders ausgesehen? Ja, wären wir sicher noch ein bisschen besser gewesen. Und ich würde vielleicht den einen oder anderen Kampf noch knapper ausfallen. Schön. Für die Fans. Highlights hat es bei der Begegnung Willisau-Schattdorf wahrlich nicht gefallen. Insgesamt hat es 2 Schultersiege gegeben, je einen bei Schattdorf und bei Willisau. 4 Siege mit technischer Überlegenheit, 3 bei Willisau und 1 bei Schattdorf. Also von den 10 Kämpfen sind nur gerade 4 nach Punkten entschieden worden. Hier auf Telenapftele Zentralschweiz zum Schluss der Einblick ins Duell der spektakulären Resultate. Es fängt gerade an mit dem Schultersieg von Roger Kuhns gegen Stefan Imholz, nachdem der Roger Kuhns 0:8 im Rückstand gelegen ist. Im zweiten Kampf der Stefan Reichmuth bezwingt den Elias Kampf mit technischer Überlegenheit 16:0. Im vierten Kampf der Michi Auch setzt den Sammy Scherer mit seinem Spezialgriff Schachmatt, Schultersieg für Schattdorf. Gerade nach der Pause. 3-mal technische Überlegenheit in Serie. Zuerst Dandy Reichmuth gegen Lukas Epp. Dandy Reichmuth! Dann Tobias Portner gegen Fabian Epp. Zum Einsatz. Tobias! Und der Nikolas Christen bezwingt Sven Hirschi ebenfalls mit technischer Überlegenheit. Wie ist Hergiswil gegen Einsiedeln ergangen? Die Analyse von Freiamt gegen Kriesere? Welche Chancen haben Willisau und Hergiswil im Halbfinal gegen Freiamt und Kriesere? Kommt es gar zum Traumfinal Willisau-Hergiswil? Nicht verpassen, die Antworten gibt es beim Johnny Meint demnächst auf dem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert.